Ja, hallo Freunde, es ist wieder soweit, Castle Trader Zeit. Und weil so schönes Wetter ist, machen wir heute wieder mal ein Strategievideo. Machen wir wieder was richtig Schönes, nämlich die 65 Bull Run Strategy. Ja, ganz was Nettes und super easy. Ich muss aber vorweg sagen, in Deutschland wegen der 20.000er Regel im SPX ein bisschen blöd zu handeln. Könnt ihr aber natürlich auch im ES machen, ist da immer noch ziemlich teuer. SPY ginge auch noch. Alle, die eine GmbH haben oder nicht in Deutschland wohnen, ich hoffe ja mal, dass das bei euch da drüben jetzt dann irgendwann echt mal abgeschafft wird, dieser Schwachsinn. Nichtsdestotrotz eine richtig schöne Strategie. Kommen wir gleich zu. Vor allen Dingen ein Trade, kein Ziel, kein Stopp. Statistik pur, knapp unter 80%. Ja, das ist ein Ticken drunter. Trefferquote, ne? Hier der Bulle. Rennt los, der Dollarzeichen fliegen. Hier unten müssen wir nichts mehr zu sagen. Trade Scanner, wie immer, O4W, alles wie gehabt. Amo, ne, wer es ein bisschen günstiger braucht und trotzdem bei IB sein will, kann ich nur empfehlen. Zoom, Leute, besten Dank für die ganzen Buchungen. Ich hatte mich ja letztes Mal ein bisschen aufgeregt. Das musste aber ab und zu, also ab und zu muss das mal echt sein, ne, bei so manchen Personen. Ich kann nichts mehr annehmen. Ich bin wirklich, ich habe am Mittwoch, kommt mein Junior, ich habe Freitag, Montag, Dienstag und ich habe ich noch mal Calls drin. Ihr wisst, ich mache immer nur einen, weil ich lebe auf Zypern nicht, damit ich wieder am selben Hamsterrad hänge wie in Deutschland mit meinen Uhren damals plus noch Börse. Deswegen nimmt es mir nicht übel, wenn ich immer nur einen Call mache. Habe dann auch noch einen Gruppencall, Juli, Ende. Ich kann ab dem, was war es denn jetzt? Habe ich den Kalender nicht auf. Ich glaube, ab dem 5. oder 6. August ist wieder was frei. Dann könnt ihr mich wieder bombardieren. Dann machen wir vom Strangle über 112, über Fragen zu solchen Geschichten, Future Options, Counter Trends, nach COT, nochmal eine andere Sache nach COT, keine Ahnung, ne? Leaves, whatever ihr wollt. Da habe ich schon halb im Englischen gelandet. Wir stürzen uns heute mal auf den 65er Bull Run drauf und dann zeige ich euch mal, was das ist, weil einfacher kannst du eigentlich, einfacher geht es eigentlich gar nicht mehr, ne? Wir machen das kurz und knapp und wir gehen auch nochmal dann in Option Net Explorer und traden nochmal so eine Strategie nach. Ich habe die natürlich schon mal aufgesetzt. Ich habe mir natürlich auch schlauerweise, wenn ich eine Bull Run Strategie mache, natürlich nicht einen Trend gesucht, der nur nach oben geht, sondern der mal bewusst nach unten erstmal geht. Damit ihr auch seht, dass das hier, dass ich euch nicht irgendeinen Käse zeige, ne? Irgendwelche Strategien, die im passenden Marktumfeld laufen, das kann ja jeder doofe, ne? Also, wie funktioniert die 65, also 65 Bullrun Strategie? Hier ist nochmal, ne? 20.000, also 20.000 Euro Verlustbegrenzung schlägt leider zu Buche, aber ich muss ja auch mal Strategien bringen. Wie gesagt, guckt es euch mal im SPY an. Ich muss ja auch mal Strategien bringen für Leute, die sowas halt auch handeln können. Ne? Wir sitzen ja hier auch alle auf Zypern und Österreich, Schweiz. Ne? Das ist ja nicht nur immer Deutschland. So, wie funktioniert denn die ganze Kiste? Also erstmal Ausrichtung, bullischer Income Trade mit minimalster Margin Belastung. Ist klar, weil wir sind in einem Bull Call Spread. Sprich, wir kaufen Optionen, verkaufen eine oben drüber, haben natürlich keine höhere Margin als unser Einsatz. Der liegt im SPX roundabout um die 1000 Dollar. Deswegen habe ich auch, noch ein, zwei kleine Backtests einfach mal mit Option Omega auch noch mit reingehauen. Da seht ihr, dass wir die quasi mit 2%, ich glaube auf ein 100.000er Konto habe ich es gemacht, ich muss selber gleich gucken, gewichten kann, die kann so nebenher laufen. Natürlich müsst ihr wissen, dass ihr ja Geld verlieren könnt und das muss natürlich am Ende zur Kontogröße passen, nicht auf, dass es auf einmal 7,5% sind aufs Konto. Das macht natürlich dann keinen Sinn. Dann gehen wir auf eine ES runter, haben wir die halbe Größe, halben Verlust, halben Gewinn. SPY, ein Zehntel vom SPX und so weiter. Ne? Also, wie geht das ganze Ding? Wir gehen im Schnitt alle ca. 65 Tage. Na, jetzt wisst ihr, wo die 65 herkommt. Ist nicht in Stein gemeißelt. Ihr werdet ja nicht immer im SPX, wir gehen heute vom SPX Index aus, S&P Index. Nicht immer 65 Tage treppen. Da auch 59 nehmen, 67, 61. Ne? Pi mal Daumen in dem Bereich, aber 65 wäre halt das Optimale. Darauf ist es halt auch getestet. Muss ja irgendwas nehmen. Ne? Also wir gehen im Schnitt alle ca. 65 DTE mit einem Bull Call Spread auf den S&P 500 Long in den Markt.
Wir kaufen einen Long Call im Bereich ungefähr Delta 55. Das kann Delta, das kann genau at the money sein, das kann Delta 52 sein, 53, 54,2, 55, von mir ist auch noch 56, 57, dann ist aber auch langsam, ne, sollte man dann, also sagen wir mal, in dem Bereich Delta 55, ne, so habe ich es auch in den Tests laufen gehabt und alles, und da sollten wir halt auch bleiben. So, also wir kaufen einen Long Call im Bereich Delta 55, wir verkaufen einen Short Call 20 Punkte darüber. Es geht aber auch 10 oder 15 Punkte, ne, weil ihr müsst ein bisschen natürlich Money Management und so schauen, vom Verlust her, dass das alles am Ende auch passt, ne. Also standardmäßig 20 Punkte, ansonsten 10 oder 15 Punkte. Wir versuchen grob ein Risk-Reward, ne, RRR, Risk-Reward-Ratio von 1 zu 1 zu erhalten. Aktuell wird es aber eher um 1 zu 1,3, 1 zu 1,4 liegen. Es klappt auch manchmal so, ja, mit knapp 1 zu 1, ne, 100%ig 1 zu 1 treffen wir nicht. Aber das Ziel ist es, nahe wie möglich an 1 zu 1 ranzukommen. Wir setzen keinen Take-Profit. Muss ich kurz gucken, ob die Frau kommt. Nee, wir setzen keinen Take-Profit, wir setzen keinen Stop, wir adjustieren genau Zero, Nada, Niente, nichts. Wir lassen den Trade meist verfallen und setzen danach einen neuen Trade auf. Also wenn ich nichts mache und ich schreibe hier, wir lassen den Trade meist verfallen, dann sind das Situationen, der Markt läuft gegen uns, ne, also Bullrun nach oben, es geht nur noch nach unten und dreht dann vielleicht nochmal kurzfristig, sodass wir doch wieder in Profit kommen. Das sehen wir auch gleich im Optionet Explorer. Dann kann man sich überlegen, ob man das Ding dann vielleicht doch im Profit zumacht und einen neuen Trade aufmacht. Ne? Wir machen in der Regel einen Trade auf, lassen den durchlaufen, sagen wir jetzt mal 65 Tage im besten Fall, oder von mir aus auch 62 oder 59 oder 66, was wir halt bekommen haben, lassen den auslaufen, direkt danach machen wir einen neuen auf. Das kann man jetzt natürlich auch noch auf Daily und jede Woche, ne? Je nach Risikoappetit. Ich meine, dieses Jahr hätten wir uns dumm und dämlich damit verdient. Je nachdem, wie man es halt noch skaliert hätte, Kontrakte 1, 2, 3, ne, auf dem 500.000er Konto kann ich halt auch gleich mal 5 Kontrakte reinschmeißen ohne Probleme und so weiter. Ja, wir lassen den Trade meist verfallen, das hatten wir schon. Wir haben somit den wahrscheinlich einfachsten Income-Trade der Welt. Na gut, Short-Put ist vielleicht noch ein bisschen einfacher, aber hier haben wir halt 2 Legs, aber wir müssen überhaupt nichts machen. Beim Shortput musst du ja noch gucken, oh, wann gehe ich raus, Take-Profit 75%, Stop 200% oder 300% oder 277%. Hier machst du nichts rein, auf Wiedersehen, und ich mache in 65 Tagen meinen Rechner wieder an und gucke, ob ich gewonnen oder verloren habe. Ist so ähnlich wie mein ZDH-Trade Zero DTI, also dass ich da noch einen Stop mit drin habe. So, in Deutschland bitte nur mit GmbH handeln, eine vermögensverwaltende GmbH, oder auf den MES Future, den könnte man natürlich auch noch probieren. Also, dass wir halt nicht so hohe Verluste haben, ne? Mit der Long-Option zumindest. Oder gegebenenfalls SPY-ETF. Oder auf das Ende der Verlustbeschränkung warten. Ich weiß ja nicht, wie lange es noch dauert, das Drama. Ne? So, hier ist mal das Expiration-Profil von so einem Ding. Ne? Hier, bup, bup, bup. Da sehen wir es dann schon. Hier irgendwas, hier 1100. Hier oben sind wir irgendwo oberhalb von der 800. Ist ja jetzt nichts mit 1 zu 1, am besten wäre natürlich hier 800. Funktioniert ab und an mal, momentan eher weniger, aber ist jetzt auch keine Pflicht, dass das 1 zu 1 sein muss. Das wäre halt das Optimum, weil wir halt gesagt haben, ne, knapp 80, ich glaube im normalen Backtest, jetzt hier Option Omega ist irgendwo im 76% Bereich, ne, klingelt dann schon irgendwie was, ne, 1 zu 1, Risk Reward 76%, kannst du theoretisch nicht verlieren, ne, langfristig. So, jetzt kommen natürlich wieder die Schlauberger. Hatte ich ja letztes Mal. Es ist ja immer nur ein oder zwei. Ja, warum hast du nur 2 Jahre Backtest gemacht? Ja, hat einfach da was zu tun, dass ich keinen Bock habe, hier stundenlang zu sitzen und 10 Minuten das Ding rödeln zu lassen, je nachdem, wie komplex es ist. Und dann immer gleich von 2013 bis 2024 bei Option Omega. Ne? Kannst ja auch einen Zoom-Call buchen, dann kann ich das gerne machen. Dann sitzen wir hier, machen 10 Backtests, 2 Stunden auch rum, so ungefähr. Gefühlt mit ein bisschen bliblablub. So, habe ich jetzt mal gemacht, ne, weil ihr seid 11 Jahre Backtest ohne Wix-Filter, maximal ein Trade offen parallel und dann auch mal mit Wix-Filter daily aufgesetzt. Einfach mal so, das mal so, ne, mal ein bisschen verschieden. So, jetzt muss ich gucken, was ich noch richtig erwische. Ihr seht es schon, ohne jeglichen Filter, bip, 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 ne, 78%, da haben wir ja schon das erste Bild. Ich mache es euch mal in Crows, jetzt habe ich das Ding wieder davor.
Machen wir mal hier hin. So, vom Juli, 8. Juli 2013 bis 6. Juli 2024, das war letzte Woche, ne? Seitdem habe ich da das Dingens auch schon, hat aber keine Lust momentan, weil das Wetter so schön ist, ein Video zu machen und hat ja auch noch ein paar Tage Zeit. So, wir gehen einfach rein, 5 Minuten nach Markt oben. Wir buy Call, ne? Kaufe Call bei Delta 55, 65.de, sell Call, verkaufe Call, plus 20 Punkte oben drüber bei 65.de. Steht zwar hier every Monday, also eigentlich wöchentlich, ich muss dem Programm aber irgendwas sagen, hier steht aber up to one position allowed at a time, das heißt eine Position maximal erlaubt in der Zeit und up to one contract, also immer nur einen Kontrakt in einer Laufzeit, ist Laufzeit zu Ende, gehen wir einen neuen Trade ein. Wir haben Opening Fees 1,64 für ein SPX pro Kontrakt, pro Leg rein, das Ganze wieder raus, eine Entry Slippage von 0,2, eine Exit-Slippage von 0,2, falls man mal rausgehen will, macht in dem Test jetzt einen Braten nicht fett, weil ja, wir es eh auslaufen lassen. Das seht ihr schon daran, dass hier nirgendwo irgendwas steht mit Take-Profit und mit Stop-Loss. Ne? Also hätte ich jetzt auch weglassen können, aber ich habe standardmäßig eh drin, sonst vergesse ich es im nächsten Test vielleicht. Re-Enter Trades after Exit. Ne? Genau die Regel, die ich euch eben gesagt hatte. Wenn das Ding abgelaufen ist, zack, neuer Trade. Jo, da haben wir jetzt mit einem Kontrakt 12.599 Dollar gemacht. Ich habe das nur auf ein winziges 20K-Konto gemacht. Das andere war, glaube ich, jetzt ein großes. Hätte ich jetzt einstellen können. Ist aber auch egal. Mir geht es jetzt am Ende hier erstmal um die Kurve. 78% Trefferquote. Jo, seit 2013. Kommt natürlich jetzt dazu. Wir haben Corona drinnen. Wir haben hier Volageddon oder wann das war. 2008. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann was war, hier mit Trump und Zöllen. Da ist ja das ganze Theater drin. Hier irgendwo hier in der Mitte ist irgendwo Corona gewesen. Und ich weiß es gar nicht. Ich habe jetzt hier die Buchstaben nicht und Zahlen nicht mit drin. Es geht auch nur jetzt grob, dass ihr das Ding mal gesehen habt. Es ist positiv, es sind 78% Trefferquote. Wir haben ganz grobes Risk-Reward von 1:1. In Klammern momentan eher so 1:1, 1:3, 1:4. Ja, und funktioniert, ne? Kein Filter drin. So, jetzt machen wir das ganze Ding nach hier. Jetzt machen wir den nochmal auf, den Kollegen. Jetzt kriege ich gerade 1000 E-Mails hier im Hintergrund. Ziehen wir den mal hier hin. Jetzt haben wir genau selber Zeitraum natürlich wieder, genau dieselben Daten. Hier 5 nach halb 4 quasi geöffnet. Den haben wir jetzt mal daily gemacht. Wix-Filter eingebaut mit Wix 35. Daily ist auch wieder Schwachsinn, weil wieder nur ein Position allowed. Also im Prinzip haben wir jetzt genau das Gleiche. Ich habe aber mal hergenommen, der durchschnittliche Loser hier 1147 und habe einfach mal ein 130.000er Konto genommen, weil der Max-Loser ist 1363. Sind wir ungefähr zwischen 0,8 und 1,105 oder was. Prozent Risiko. Jo, ne, wir haben 16.476 Dollar mitgenommen. Wir haben natürlich eine kleine Verzinsung. Wir haben aber auch quasi überhaupt gar kein, überhaupt gar kein großartiges Margin oder irgendwie was. Ne? Lässt du einfach nebenher laufen. Wenn das jetzt hier 11 Jahre sind, dann machst du halt, im Schnitt ein 100er im Monat mit so einem Ding nebenher. Kann ja hin und her skaliert werden, aber ihr seht schon, mit dem Wix Max 35, wir haben keine wirklichen Drawdowns. Wir haben 2,6% Drawdown. Das ist ein Trade, den klicke ich rein, den lasse ich laufen und vergesse den. Ich muss natürlich im Money Management mit drin haben. Ich brauche aber nicht auf die Margin gucken, das ist totale eine Lachnummer. Ich glaube, Portfolio Margin zeigt euch 200, 300 Dollar an, ich weiß es gar nicht. Ne? Muss ich mal gucken, wie viel das ist. Ich gucke da gar nicht drauf. Hab momentan keinen Laufen, weil ich eigentlich auch mal auf den Rücksetzer gewartet hatte. Aber werde ich also auch wieder aufsetzen. Ich hatte ja schon eine andere Long-Call-Strategie mal gezeigt. Ich weiß nicht mehr, wann das war. Ist schon ein paar Tage her. Das ist halt auch mal wieder ein schönes Ding, wie ich finde. Ne? Jetzt zeige ich euch mal. Jetzt muss ich gucken. Wie weit sind wir denn? Eine Viertelstunde. Wo ist denn mein Optionet Explorer? Wie gesagt, keine Margin. Da braucht ihr gar nicht gucken. Es ist totaler Lacher. So, jetzt passt mal auf. Ich habe hergenommen
Ich bin mal eingestiegen, ich habe mir mal den Chart angeguckt. Ne? Jetzt könnt ihr ja sagen, oh ja, super, schön Bullrun. Wir haben ja auch nur Bullrun. Ne? Wir haben ja in unseren Income Strangles hatten wir den letzten Verlust vor morgen, wenn wir jetzt morgen hätten, vor exakt 7 Monaten hatten wir den letzten Verlust bei wöchentlichem Aufsetzen der Trades. Selbst bei täglichen wäre nichts passiert. Na, so viel mal dazu. Aber ich könnte ja jetzt sagen, oh, wir haben ja nur Aufwärtstrend. Muss ja funktionieren, ist klar. Natürlich haben wir auch die ganze Zeit Aufwärtstrend. Wir haben aber in den Aufwärtstrend natürlich auch mal Abwärtsphasen. Deswegen habe ich mir mal extra bewusst den 2. April rausgesucht, weil es kurz nach, ich meine, 3., 4., 5., irgendwie, wir werden es gleich sehen, geht es nach unten. Und dann, dass ihr mal seht, wie das dann funktioniert, wenn wir gegen Laufzeitende kommen. Jo, ne? Also haben wir hier quasi am 2. April den Spread aufgesetzt mit 31. Mai Laufzeit und dann sehen wir es hier schon. Ja, wir haben hier ungefähr 1170 rum, verlieren wir und um die 830 irgendwas können wir gewinnen. Maximaler Verlust, maximaler Gewinn, Margin, ja gut, die Amis, die nehmen die volle Margin mit rein, also minus 1173 ist euer Debit. Macht 1% auf ein 100.000er Konto im Prinzip. Und das muss man halt wissen. Habe ich ein 50.000er Konto, setze ich 2%. Ne? Aber ich habe, wie gesagt, das ist jetzt hier natürlich nicht 1:1. Ich könnte hier hin und her schieben jetzt, bis es mal irgendwann passt. Kann ich jetzt aber nicht machen, weil ich habe das Ding schon gespeichert. Dann geht das hier ein bisschen hoch, das ein bisschen runter. Dann könnte man nochmal in der Laufzeit gucken. Hier haben wir nur 59 DT. DTE jetzt am 31. Mai, ne, habe ich keine 65er bekommen. Und ne, das ist die Optionskette. Hier ist der Long Put 5210 und hier ist der Short Put, der Long Call und hier ist der Long Short Call 5230, 20 Punkte entfernt. Hier steht es nochmal. Kosten 3 Dollar, das ist jetzt hier die, das sind die Gebühren, ne, 2x1,60 ist hier eingestellt in dem Programm. Macht 3,20. So, jetzt ziehe ich mir mal das Ding noch rein, das ist jetzt ein abgekoppelter Chart, hier SPX und jetzt seht ihr, wo wir reingehen, hier der grüne Punkt ist jetzt der Entry und jetzt gehen wir einfach mal, wir gehen erstmal einen Tag vor, würde ich mal sagen. Ich hoffe, dass das jetzt einigermaßen zügig geht mit der Verbindung, weil ich habe komplette TWS mit 1000 Fenstern im Hintergrund offen plus Video und habe ja hier kein, so. Jetzt sind wir am ersten Tag 7 Dollar vorne. Gehen wir noch. Wir machen natürlich gleich mal schneller, sonst sind wir in einer Stunde noch hier machen. Dann guckt ihr hier auf den Chart. Orgelt noch. Ist noch nichts passiert. Ach, jetzt lädt er natürlich 3 Stunden. Zack, Markt geht hoch. Wir sind sofort 157 Dollar hier im Plus. Ne? Hier, wo das blaue Kügelchen ist. Jetzt machen wir mal. Hier kann ich vorspringen. Dann gehen wir mal hier, keine Ahnung, 5 Tage vor. Dass es ein bisschen zügiger geht. Jetzt habe ich nichts zu trinken, habe Durst. Ein bisschen warten. So, Markt macht ein bisschen seitwärts. Wir rutschen wieder runter. Hier, ne, immer hier unten die Zahlen beachten. Hier ist immer die erste Zeile ist der Gewinn oder der Verlust. 62 Taler. Hier steht es dann auch nochmal. 61,80. Na, hier ist ein bisschen genauer berechnet. So, jetzt gehen wir mal hier auf nächsten Montag. Einfach mal wieder 6 Tage vor. Jetzt hätte ich was Kabel abgerissen vom Mikrofon. So, und jetzt seht ihr schon, ne? Ich habe extra mal genommen, wo es nach unten geht. So, bang, jetzt hängst du hier. Oh, 133 Dollar minus, so ein Mist. Hier oben, Days in Trade, 13%, IV ist um 14%, steht auf 14,37. So, jetzt gehen wir hier von Montag, machen wir mal auf Freitag. Guckt ihr hier wieder auf den Chart und dann könnt ihr hier gucken, wo das Kügelchen hingeht. Rot ist negativ. Dauert ein bisschen. So, zack, boom, schöner Abwärtstrend, ne? Hier, zack, peng, 688 Dollar minus. Wie gesagt, wir können nicht mehr verlieren als den Debit. Jetzt sind wir 17 Tage im Trade. Jetzt gehen wir eine ganze Woche vor. 26. also von Freitag auf nächsten Freitag. Gucken wir mal, was da passiert. So, und jetzt eiert das Ding runter. Also ein bisschen, ne? Ein bisschen nach unten. Vielleicht setzt es jetzt nochmal. Jetzt war es schon gar nicht mehr. Wie es weitergeht hier, das machen wir mal, gehen wir schon mal in Mai rein, machen wir einfach einen dritten, wieder eine Woche später. Und dann schauen wir mal, was da jetzt kommt. Ich muss jetzt selber überraschen lassen, weil ich habe schon lange nicht mehr reingeguckt.
So, jetzt ist hier eine rote Kerze. 518 minus 31 Days in Trade. Komm, wir gehen jetzt immer auf die Freitage hier. Wieder eine Woche später, also dann 38 Days in Trade gleich. 59 hatten wir. Boom, jetzt geht es hier wieder hoch. Na, hier, zack, zack. Und das sind hier, wo wir eingestiegen sind. Seht ihr rechts das rote, also hier, ne? Das rote Feld 5200 und wir waren im Tief bei 4.967. Na, da haben wir schon mal ein paar Prozent. Was haben wir denn da gehabt? 4.000, ne, was haben wir da? 4, 9, 6, 7 durch 5, 2, 0, 5, 95,4 minus 100. Ach, jetzt habe ich mich verrechnet. 4,6% Abwärtsbewegung. Haben wir gehabt, mitten in dem Trade. Und was sehen wir hier? Zack, jetzt sind wir doch 67 im Plus. Deswegen bitte nicht so weit vom mit dem Delta nicht so weit weg. Jetzt machen wir nochmal hier weiter. Nochmal einen Tag. 37 sind wir bei 45 DTE. Jetzt wird es wieder hochgehen. Wir sind ja nun mal im Bärenmarkt. Ne? Aber ich habe hier eine der wenigen, wo es mal richtig schön nach unten geknallt ist. Das sind ja schon ein paar Tage. Na, jetzt seht ihr das hier schon, 467. Jetzt könnte man auch sagen, na gut, oder wir hätten auch hier sagen können, höheres Hoch, Tief, tieferes Hoch und dann hier irgendwo, na, wenn man jetzt hier im Plus, weiß ich jetzt natürlich nicht mehr, müsste ich wieder rückwärts gucken, wenn wir hier im Plus sein sollten, dass wir sagen, komm, ich mache lieber zu, ne, weil Punkt, na, Markttechnik 1, 2, 3, 1, 2, 3, Punkt 2, hier unten gebrochen, Abwärtstrend, ne, oder noch nicht bestätigter Abwärtstrend, aber Abwärtstrend, gehe ich lieber raus, wenn ich vielleicht hier irgendwo bin. Das sind dann die Sachen, wo ich gesagt habe, da können wir rausgehen. Jetzt machen wir noch eine Woche und gucken, was da jetzt noch bei rauskommt. Dann sind wir bei 52 DTE. Steht hier gleich 52, dann gucken wir, was hier passiert und was hier passiert. Hier wird schon wieder ein bisschen rot. Jetzt fahren wir wieder runter, 467. Komm, wir machen wir noch, oder? Ach ne, jetzt. 582 plus. So, was haben wir jetzt? 52. Machen wir hier bis einen Tag davor, nicht, dass das Ding gleich weg ist. Jetzt machen wir einen Tag, letzten Tag hier vor dem Verfall. Und dann seht ihr schon, obwohl es schon wieder rot wird, dass wir wahrscheinlich jetzt wohl noch im Plus sind. Ich hoffe es. Ich weiß es jetzt überhaupt gar nicht mehr. Ja, hier sind immer noch im Plus. 58 DTE, jetzt mal gucken, was jetzt hier passiert. Jetzt machen wir noch mal einen vor, dann 59, ob jetzt auf 0 steht. Also auf jeden Fall haben wir den Trade schön jetzt hier bis 387 ins Plus gekriegt und enden sogar, obwohl es noch mal runter geht, mit 402 Dollar. Zack, das war's. Jetzt gehst du hin, freust dich über 402 Dollar, machst den nächsten Trade auf. Das Ding mache ich zu. Jetzt können wir noch mal gucken. Die Long-Position. Ja, sind jetzt 36 Dollar. Na, na, na. Ja, müsste man, ja, da müsst ihr aufpassen. Dann müsst ihr dann gucken, was ist die Long-Position jetzt noch wert? Ist die im Plus oder ist er halt im Minus? Dann, ja, ne? Dann fällt die unter, im Minus fällt sie natürlich unter der Verlustbegrenzung. Das seht ihr ja in der TWS schön. Macht euch als Combo am besten rein. Na, also Strategy Builder, zack, Longput, oben drüber Shortput, laufen lassen, dann immer mal reinklicken. Wenn der Longput im Plus ist und ihr zockt jetzt halt mal damit, jetzt natürlich nicht auf den SPX, ne? Guckt mal hier, die Long, das ist hier, plus 1, der hat 120 Dollar wert. Mal 100, 12.000, ne? Da ist der halbe Verlustbegrenzung, mehr als der halbe Verlustbegrenzungsregel aufgebraucht, nur weil ihr einen Trade gemacht habt. That's Germany. ja, das war es dazu. Jetzt kann ich das Ding auch hier closen. Ne, geht jetzt hier gar nicht. Mache ich nachher das Ding zu. Wir sind jetzt hier soweit durch. Eigentlich wollte ich noch die Seite vorher zeigen, aber das ist jetzt genau der Trade. Ne, hier steht dann nochmal YouTube-Video. Jetzt sind wir fertig, Freunde. Jetzt hier nochmal, ne, wegen Zoom zum Abschluss. 24 Minuten. Hier nochmal die Geschichte, weil ihr seid ja wie die Wahnsinnigen, ne? Aber trotzdem vielen Dank für das rege Interesse. Das ist nochmal der komplette Russell Strangle.
auf Russell, SPX Index sowie deren Futures plus Bonus 90 DTE Variante plus komplette Black Swan Hedge Variante erklärt. Die kommt aber erst, nach 2 Stunden, weiß ich nicht mehr was, 2 Stunden 30, 2 Stunden 40. 130 Dollar, wollte ich schon sagen, Euro inklusive deutscher Mehrwertsteuer. Also wir haben ja auch 19%, ne? Inklusive 19% Mehrwertsteuer. Könnte nichts falsch machen, das Ding läuft. Ich müsste eigentlich für 1300 verkaufen. Bin schön doof. Mache ich aber nicht, weil ich doch Gasseltrader bin. Ha! Und jetzt sehen wir uns zum nächsten Video. Euch wünsche eine schöne Woche. Noch schönes Wetter in Deutschland. In Zypern haben wir 38, 39 Grad. Ich habe auch schon die Klima am Laufen. Trotzdem schwitze ich. Ich gehe jetzt zum Sport, verabschiede mich und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.